Und somit ein recht herzliches Hallo zum dritten Part Forza Horizon 3, liebe Freunde. Es ist schon soweit, man kann es wirklich schon spielen. Wunderbar. Wunderbar hier im Subaru. So, und wir fahren weiter hier instant. Und zwar hier rauf einmal zu dieser... Ja, zu dieser Kante. Und dann anschließend weiter hier zum nächsten Fun-Rennen der Dirt-Serie. Schaut das mal nicht, kann man nicht mit zwei Wegpunkte? Geht leider nicht. Naja, macht nichts. Bei nächster Gelegenheit wenden. Los geht's, Freunde! Supreme Master 07. Ah, schon wieder Mike, wir sind immer die gleichen. So, und ich glaube, leid bei der Demo, weiß ich schon, da bin ich ja... Aber wenn ich check, dass da der Sprung kommt, jetzt haben wir ihn. Aber sie müssen ein Tick weitergesprungen, oder? Die Absperrungen wurden bei Gefahrenbereichen aufgestellt. Dann haben Alex und ich diese übergroßen... Drei Sterne, sehr geil. So freue ich mich das. Oh, sorry. Waren die Gefahrenschilder. Solange niemand stirbt, können wir noch mehr davon bauen. Die hat einen Dreier-Golf in der Garage stehen, aber ich glaube ein VR6 zumindest, oder? Na, das ist ja noch halbwegs verzeihbar. ...1,3 Kilometer. Rechts abbiegen. Ich will mir endlich meinen 5er BMW mit dem V10 rechts abbiegen. Motor kaufen. In 200 Metern rechts abbiegen. Aber wir rechts müssen momentan abbiegen. Mit dem Auto fahren auch. Nicht nur zum Ford, denn man kann das Auto rechts nicht wechseln. Abbiegen. Aber das gehört jetzt zum quasi Prolog dazu wahrscheinlich. Kann man schon Autos ersteigen und so, aber ich glaube, wir sollten einmal das Grundding mal zu Ende fahren, dass wir wirklich komplett frei dann sind. Boah, ich habe hier Lieder da hinten im Hintergrund. Eieiei, hoffentlich wird da nichts gesperrt. Das ist immer so eine Sache. Und zwar in Streamer-Modus im Prinzip eingeschalten. Aber gut. So, wir belassen mal alles so wie es ist. Und starten hier gleich einmal rein. Und vor uns. Dasselbe Modell und selbe Farbe von uns, der Jürgen. Jürgen ist Level 6, ah nein, Platzierung ist unser Level. Ich liebe dieses Spiel jetzt schon, Freunde, ich liebe es. Ich glaube, Allrad werden wir auch in die meisten Autos einbauen, weil es ein bisschen angenehmer zum Fahren ist. Hoppala. What? Was? Wo? Nein, da bin ich vorbei bei der Mauer! Fuck! Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Das ist so schnell der zweite Fahne da. Ah, wieder, oder? Die Fahne ist nicht umgeknickt. Das gibt's ja nicht. So, jetzt fahren wir aber hier...
als Buster, oder? Ja. Nein, ich bin im zweiten Round gepasst vorher. So, eine Runde noch. Ja, das Offroad gefällt mir auch gut, also die Rennen können wir auf jeden Fall auch weiterfahren. Also am Tag sind diese Fahne, oder? Und am Abend sind, oder? Nein, ich glaube, das kommt aufs Rennen drauf an, diese komischen roten... Oder dieser rote Nebel, dieser komische. So, sehr geil. 186.000 haben wir schon am Konto. Na, das geht ja, da können wir uns schon was leisten auch. Okay, die gute Nachricht ist, du hast es in die Herbstsaison von Horizon geschafft. Geil. Die schlechte ist natürlich, dass es erst im Herbst losgeht. Du bleibst doch bestimmt gern bis zum Herbst. Ich glaube, jetzt ist die Demo aus gewesen, oder? Kann das sein? Hey, ich schulde dir was für deine Hilfe vorhin. Treffen wir uns hier, damit ich mich revanchieren kann. Oh, geil. Jetzt kommt das Haus, oder was? Freischaltbar vor den Drohnenmodus. Großartig zu erkunden. What? Oh, geil. Hä? Ich glaube, jetzt war die Demo aus. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber... Gibt schon irgendwie Schnellreise? Nein, ich glaube, das gibt's noch gar nicht. Wir müssen da hinfahren. Okay. Können wir Autowechsel gemacht? Nicht. Okay, alles klar. 200 Metern links abbiegen. So schnell wie möglich hin, jetzt in dem Fall jetzt an der Anfangsphase mal. Links abbiegen. Später werde ich auch mal ein bisschen langsam durch die Gegend fahren, stellenweise. Jetzt müssen wir ein bisschen Gas geben, dass wir aber weiterkommen. Links abbiegen. Ah, verdammt, wieder ein bisschen zu schnell. Ah, ich bin nicht mehr rübergekommen. Ja, man muss ja ein bisschen probieren auch. In 400 Metern links abbiegen. Markus. Links abbiegen. Sehe ich jetzt alles blaue Autos oder was? Nein. In 200 Metern rechts abbiegen. Boah. Rechts abbiegen. Bilder, Mac. Das gibt's ja nicht. Wo ist der Iceman? Wo sind die alle? Der Steven schon wieder. Sorry. Langsam ist er gar nicht irgendwie. Haha, er biegt ab! Genau, er biegt jetzt ab bei mir. Ja gut, okay. Klassischer Motorradunfall auch oder so, glaube ich, ne? Oder überholen und wenn man hinterherfährt, den Linksabbieger. Auch der Klassiker. Sehr angenehm zum Fahren, wollte ich gerade sagen. Oh. Ist das da hinten wirklich unser Haus, oder was? Das wäre natürlich extrem geil, wenn wir das jetzt schon freischalten. Und da gibt es ja halt mehrere, glaube ich. Du hast dein Ziel erreicht. Kann ich das so mal so reinfahren, ohne bevor ich es kaufe? What? Achso, kann ich mir das anschauen? Aber ich kann ja nicht herumgehen, glaube ich, oder?
Okay, ja, das schaut ganz nice aus. Aber man kann ja dann selber nicht, das ist es. Dass ich selber es dann daherstelle und so, das ist wieder dann immer animiert, glaube ich. So, vorsichtig. Nichts zerstören, also wir müssen jetzt da rausfahren und da auf X drücken. Aber gut, macht ja nichts. Passt schon. Haut schon hin. Das wirst du nicht glauben. Die Filmproduzenten haben dieses Haus als Filmset gekauft. Aber sie sind mit dem Dreh fertig, also steht es leer. Ich habe nachgefragt. Und weißt du was? Sie sagten, wir könnten das Haus als Dankeschön für deine Arbeit am Film haben. Für die eine Fahrt, oder was? Ja, sage ich nicht nein. Für null, ja, möchte ich. Großartig. Tja, da dies ein Geschenk der Filmfirma ist, hier sind die Schlüssel. Geil. Was kann ich da jetzt machen? Auch wenn du hier da kann ich mich umziehen. Machst, ja, geil. Kannst du zumindest deine Klamotten lagern. Deine Garderobe ist wie eine Landkarte deiner Karriere. Je mehr du dich präsentierst, desto mehr Kleidung bekommst du. Apropos Name. Du hast dir ja schon vor Horizon UK einen Namen gemacht. Zum Motorsport, nice. Also habe ich dir als Dankeschön etwas ganz Besonderes bestellt. Das wäre... Achso, die sind... Ah, die sind ja zu. Okay, jetzt sehe ich es erst. Ja, das ist alles ein anderes Pickel drauf. Naja. Achso, mit den verschiedenen Kategorien. Okay. Boah. Kann durch einen... das kann man alles gewinnen im... ich weiß schon was. Ich hoffe, das kommt dann nach oben und die müssen es dann... Was ist das? Wheelspin. Oh, Lego mir, da ist einiges im Wheelspin drin. Na super. Oh, sexy. Gelb, violett, Metallic Dreh, what? Okay, wir haben bis da alles frei. Forza Motorsport, das will ich haben. Also Charakter können wir auch wählen. Nö, lassen wir sie mal, das passt schon. Eine Jacke dazu. Will ich eine Jacke dazu? Eine Bomberjacke? Nö, oder? Mantel? Ach so, das ist alles gesperrt. Nee. Oh, da gibt's schon nette Sachen. Achso, wir hätten nur das. Okay, ja gut, nehmen wir das mit. Beine, so. Gibt's einen Rock? Ja, geil. Sexy, sexy, sexy. Lecco mio. Ja, das kommt man nicht ins Haus. Das vielleicht, aber eher noch ein Rock. Ja. Definitiv ein Rock. Das muss sein. Noch Strümpfe dazu oder irgendwas? Nö. Gut, sehr schön. Ja, Jogginghose, naja. So, was haben wir jetzt frei aktuell? Auch eine lange, nö. Puh. Wäre dieselbe Farbe wie oben, aber irgendwie... Ja, ist ein bisschen Hochwasser. Mehr Bein wäre natürlich geil, aber... ich kann mich gerade nicht entscheiden. Nehmen wir die. Passt. Füße. Moment, gibst du mal Stöckelschuhe auch oder was in die Richtung? Ja, hauptsache Gummistiefel. Na, nice. Die da, naja, immerhin. Komm. High Heels will ich sehen. High Heels will ich sehen. Ernsthaft, keine High Heels. Das geht mir nicht euer Ernst, oder jetzt? Das ist aber jetzt nicht euer Ernst, Freunde. Ja,
Paradiese sind es eigentlich so geil. Schwarz oder weiß? Ja, in dem Fall passt fast schwarz besser. Kopfbedeckung? Nee. Bei dir nicht, oder? Ah, was Lustiges gibt's auch. Okay. Ah, nein. Ich wollte nicht raus. Oh. Treubelohnung. Deine Nominierung der Unterstützung, sagen wir bitte eine Belohnung. Belohnung entsprechend Forza Motorsport 7 Shirt. Forza Horizon 3 Shirt. Forza Shirt. Emoji. Glockenturmhupe. Warte mal. Ja, okay. Also ein 17er Ford F-Raptor Truck, okay, das klingt schon ein bisschen interessanter. 2018er Ford Mustang GT, das ist auch geil, okay. Nice. So, gehen wir nochmal. Was ist denn? Wenn wir jetzt ihn nehmen, was hat denn er für Beine? Hat er auch einen Rock dabei? Was ernsthaft jetzt? Okay. Alles klar. Oh, und Füße, das haben wir. So, Kopf haben wir auch. Augen. Oh. Oh. Brille muss ich ja ganz ehrlich sagen. Wenn es die richtige ist, finde ich auch stellenweise ganz sexy eigentlich. Die ist ganz cool. Ja, mal die. Nase. Ja. Handgelenk. Kann man da was frei? Noch nicht. Okay, sieht man doch ein Ding eh nicht. Alles klar. Handschuhe, ja. Gut, okay, da könnte noch was kommen auch. Ja, das könnte man machen. Kannst du tanzen? Zeig uns vor dem Rennen deine besten Moves und zeig uns die allerbesten Moves, wenn du gewonnen hast. Okay. Vertrau mir, das wird großartig. Ja, das glaube ich. Alles klar. Was macht sie da? Sieg? Angeberkarre. Von Herzen. Komm, machen wir den. Wann möchtest du diese Emoji einsetzen? Angeberkarre, Sieg. Keine Ahnung, Angeberkarre. Moment. Sieg. Passt. Gut, okay. Hätten wir das mal erledigt, Freunde. Jo. Kann ich jetzt meine Autos... Ah, okay. Wir können mal schauen. Oh. Nice. Aktuelles Auto und dann fort. Und dann kann man hier ja wunderbar, Freunde. Beschleunigung startet der 10. Das ist natürlich... Das ist ein S1? Wie geil ist das denn? Rein fahrerisch. Wir machen mal eine kleine Probefahrt, würde ich sagen. Ganz eine kleine Probefahrt. Aber dann können wir natürlich auch noch sicher noch tunen. Können wir einschalten, okay. Wieder ein bisschen... schwach das Licht. Ah, Freunde, was ist denn da los? Können wir da hier was einstellen? Komm, lass uns mal kurz ein paar Meter fahren. Die Frage, ob sich die KI in unsere Stärke anpasst, oder müssen wir da in der A-Klasse dann auf, weiß ich nicht, was war das, 799 rauf oder was? Herbst, okay. Sieh mal an, wer es in die Herbstsaison geschafft hat. Du bist schon fast für die nächste Runde der Dirt-Rennserie qualifiziert. Komm nach Tarnhaus. Du wirst dich wundern, wie anders es im Herbst aussieht.
Okay, wir sollen zu dir kommen. Dort rennt. Ja, gut, dann brauchen wir aber das andere Auto. Aber... Okay. Hallo, Captain. Dein Radio kann jetzt noch mehr Sender empfangen. Wenn du auf Drum and Bass stehst, dann hör doch bei Hospital Records rein. Und falls du etwas Feingeistiges suchst, versorgt dich Timeless FM mit... Ich kann das Radio gar nicht ausschalten. Scheiße. Bei nächster Gelegenheit wenden. Ach so, da ist doch... Scheiße, hoffentlich habe ich das nicht in den Folgen Parts. Aus. Ich muss ihn leider auf ausgeben. Wäre zwar cool, aber... Jetzt geht das Licht wieder, aber halbwegs. Schauen wir uns den mal an. Gelegenheit wenden. Route wird neu berechnet. In 200 Metern links abbiegen. Links abbiegen. Boah, die Anzeige ist ja nice. Rechts abbiegen. Okay, ich glaube, wir bleiben gleich mal sitzen in denen jetzt mal fürs Erste. Mal schauen, ob wir mit dem Auto teilnehmen können. Vielleicht spawnt uns dann automatisch in Subaru rein. Aber er ist relativ angenehm zum Fahren, muss ich sagen. So, ich glaube, ein bisschen XP bekommen, nice. Moment, war da nicht auf der Karte irgendwas Spezielles? Was ist das eigentlich? Ein Aussichtspunkt. Ah, den können wir uns... Kann ich da jetzt da schon eine Schnellreise machen? Drohnenmodus, großartig. Nein, nicht wirklich. Es wird noch kommen. So, driven wir da mal hin. Ah, sehr geil, das Auto. Schauen, ob wir da vielleicht noch ein Design finden auch noch, aber fürs Erste, glaube ich, ist schon mal ganz okay. Auch sehr geil zu kontrollieren. Obwohl ich das Stabi habe ich auf jeden Fall aus. Ich glaube, eine Traktionskontrolle habe ich mal an. Aber da können wir noch ein bisschen experimentieren. So leichter Herbstregen. Oh, sorry, jetzt noch ein Unfall, Flotter. Flotter, ich habe mein Ziel erreicht. Sorry, Kumpel. Da hinten ist es. 23 Minuten, egal, das machen wir noch. Das nehmen wir noch mit. Das nehmen wir noch mit. Ah, da kommt unsere Tanzeinlage, sehr geil. Mit Brille, die Dame da hinten. Sehr nice. Also, ich sollte dir vielleicht sagen, dass der Matsch da draußen nach all dem Regen in letzter Zeit echt rutschig ist. Ja, komm, wir probieren es mal, wenn wir nicht holen, unser Subaru. Okay, wir können fahren. Anderes fahren. Allrad wäre natürlich, glaube ich, jetzt vor dem Start auch ein bisschen geiler gewesen, aber wir probieren es doch. Oh, fuck, da sind wir mal nach links weggezogen. Oh, mit denen, oh, jetzt Offroad ist wieder ein bisschen eine andere Sache. Oh, nur mit Heck, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das die richtige Entscheidung jetzt war. Ich kann jetzt... Ich kann nicht schauen, im Menü, ob ich das Auto auswählen kann. Egal, wir geben mal unser Bestes. Mal schauen. Und da werden wir nachrennen und bei dem Ergebnis davon gleich einmal schauen, ob die jetzt von der Stärke her bei uns in der Gegend sind. Zwar cool zum Driften, aber wir sind nicht schnell, das ist das Problem. Aber sehe ich jetzt schon, das wird nichts.
Also wir müssen zumindest ein Allrad einbauen in das Auto. Dann könnte es vielleicht klappen. Moment, jetzt schließen wir hier mal ein bisschen auf. Ja, das war ein bisschen zu viel Gas am Heck. Nassen Schlamm hier. Okay, sie warten noch auf uns, glaube ich, oder was sie was gehabt haben. Eine Runde kommt dann eh noch. Ja, vielleicht haben wir Glück. Aber das nächste Mal werden wir definitiv mit Subaru wieder fahren, hier noch das Offroad-Rennen. Na gut, er fährt auch mit seiner Limo oder was das da ist. Da wären wir mal fürs Erste, aber... Gehen wir mal zurück. Dreht mich dein Wasser auf einmal so weg? Gibt's ja nicht. Auch schon tut er geil, der GT. Da brauchen wir nicht drin. Vorsichtig. Ha, Forza Horizon 4, Freunde, es macht so viel Spaß. Freue mich auf den Livestream mit euch. Die Ziellinie. Fuck, wir sind nur Dritter, ja. Naja, gut. Besser wie nix. Ah, okay, von der Stärke her passt das einmal. Da brauchen wir nicht einmal viel schauen. Wow, haben wir aber gar nicht so schlechte Punkte bekommen und Geld. Also ja, das geht schon. Aber wir haben es nicht das erste abgeschlossen. Ist das wichtig? Oh, nice. Was für eine Fahrt. Yeah. Oh, du kannst in Runde 2 der Dirt-Renn-Serie wiederkommen. Auf jeden Fall. Ich komme auch auf jeden Fall. Egal, ob du die Strecke schon gefahren bist oder nicht, die Fans sehen dir gern zu. So erlangst du Aufmerksamkeit und hast bessere Chancen. Wow, super Wheelspin, Freunde. Halleluja. Du kannst nur gewinnen. Hallo, Captain. Wenn dir das Horizon gefallen hat, dann warte erst, bis du das Horizon ausprobierst. 200.000. Selbes Prinzip, aber du bekommst 3 Preise statt nur einem. Und die Chance, etwas Besonderes zu gewinnen, ist noch höher. Zweimal gewarnt. Gut, 200.000, das ist geil. 200.000 ist geil. Wird das nicht verdoppelt bei mir eigentlich, beim VIP-Bonus? Schwarze Kaban, dann schauen wir es gleich an. Der ist natürlich geil. Hallo, Captain. Hallo. Willkommen zur Herbstsaison von Horizon. Mein Team und ich suchen den einflussreichsten Newcomer, der am nächsten Schaurennen teilnehmen kann. Hast du das Zeug dazu? Beweis es mir. Beck hat mir erzählt, du bist in Runde 2 der Straßenrennserie. Yes, bin ich. Und Joel meinte, jemand namens Mike Steele sucht dich wegen einer Stuntsache. Wo wir gerade von Stunts sprechen, Jay will unseren nächsten Stunthelden ausfindig machen. Und Alex sagt, er ist bereit für Runde 2 der Dirtrennen. Nö. Also, worauf wartest du noch? Was ist das da oben? Wald? Fahrrennen. Querfeld 1 Serie. Oh, na, Querfeld 1 ist nicht so ganz meins, aber werden wir sicher auch testen. Ding haben wir da, genau, neu. Ich will eigentlich nur schauen, ob ich, wenn ich dort bin, das wechseln kann. Einfluss darf, okay. Die nehmen wir auch alle mit natürlich. Das haben wir schon. Speed, ja. Mhm.
Dirt-Rennserie. Straßenrennserie. Nice, nice, nice. Da fahren wir da rechts retour. Okay. Perfekt, freundlich. So, ich fahre nur noch einmal dahin zum... Hallo, Captain. Nur zur Info. Die Automesse ist jetzt Du Was hast deinen VIP-Pass, nicht wahr? Ja. Dann gehört das Haus dir. Hier entlang. Oh. Ich zeige dir alles. Oh, durch unseren VIP-Pass haben wir noch ein gratis Haus bekommen. Ja, das ist nice. Das ist nice. Das werden wir uns gleich anschauen. Wobei, dann müssen wir nicht unbedingt jetzt gleich hinfahren, oder? Instant. Aber wir haben noch ein Haus bekommen. Das ist geil. Das ist geil. Hier haben wir ein Haus. Nice, 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 nice. Geil wäre ja, wenn man dann online sich da treffen kann, aussteigen, so ähnlich wie bei GTA und dann drinnen im Haus gemeinsam herumgehen kann und vielleicht irgendwas machen kann dann drin, machen können drin. Das wäre cool. Das wäre schon cool. LB, was ist da oben? Das ist das Aktivitätsfenster. Hier findest du Veranstaltungen und Aktivitäten und kannst ihnen und anderen Fahrern beitreten. Achso, irgendwie online oder was? Na, interessiert mich nicht so wirklich. Außer von Leuten, die ich kenne. Ja, Freunde. Jetzt sind wir schon über eine halbe Stunde. Leco mio. Aber ich wollte es noch hier und hier nochmal kurz herfahren. Komm vorbei und schau dir alles an. Oder ich schick dir ob ich bei der Veranstaltung nach Hause, direkt das Auto wechseln kann oder nicht. Oder ob wir da richtig mit dem richtigen hinfahren müssen. Ja, so viele Sachen, die ich machen will und vielleicht versuchen... Ich wollte das mit dem Heck jetzt hier, ist schon geil, aber wenn wir den auch Rennen fahren wollen, wäre natürlich ein Allrad eigentlich ganz nice. Rechts abbiegen. Links abbiegen. Aber das darf man. Du hast dein Ziel erreicht. Nice. Alles okay? Nein, nein, du solltest ja in das Ding reinfahren. Das war eine Bonustafel. Ja, hier danke. Das Team hat sie hier überall versteckt. Die hat ja einen Einfluss. So, lassen wir jetzt mal kurz schauen. Du kannst jedes Rennen im Koop- oder PvP-Modus fahren. Mit Fahrern, die du aus deiner Sitzung einlädst. Koop, das werden wir dann machen. Hallo, natürlich. Captain. Sehen wir uns mal die Horizon-Blaupausen an. Damit habe ich unseren alten Festivalboss in Australien rumspielen lassen. Aber der ist nicht hier und so muss ich schauen, ob es ein frisches Blaupausentalent gibt. Auto wechseln. Jetzt kann ich mein Auto wechseln, oder was? Okay, nice. Ah, cool. Okay. Grip rennen. Modern Rally. Hä? Moment. Modern Muskel. Ach so. Okay, 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 okay. Ich verstehe schon. Ja, nice. Gut, liebe Freunde. Das können wir eigentlich im Bad bzw. im Stream auch immer so einführen, dass man da 5 Liter hat. Dass man immer so einen Burnout machen, oder zum Abschluss. Du hast einen Fähigkeitspunkt erhalten. Okay, danke. Hier kannst du deine Fähigkeitspunkte einsetzen, um Automeisterungen freizuschalten. Auch für jedes Auto gibt es ein Set aus einzigartigen Vorteilen und Boni. Du kannst deine Fähigkeitspunkte für jedes deiner Autos ausgeben. Alles klar. Gut, wir müssen das kaufen, nehme ich an. Sehr geil. Oh, Erfolg. Du verdienst beim Fahren deines Autos zusätzlich 10% Einfluss durch den Fahrradmodus ausgeführt. Ja. Achso, haben wir nicht. Okay. Also Kosten 1 verfügbar 0. Ja, lesen Sie, ob wir können. Ja, nur mit Heck ist natürlich ein bisschen schwieriger, aber... generieren wir ja auch Punkte, genau. Wir sollten nur nirgends da reinfahren, glaube ich.
Macht schon Spaß. Ja, vielleicht mit dem Auto diese Drift-Sachen machen, ich weiß nicht. So, gut, Freunde, das war's für heute. Ich sag danke fürs Zuschauen. Es macht schon Spaß und ich freue mich entweder eben jetzt mittags, wenn es sich ausgeht bei mir, oder dann am Abend nach dem Formel 1 Rennen werden wir die Welt hier unsicher machen. Ich sage danke fürs Zuschauen und sage ciao, bis später. Ciao, ciao.